Hi, willkommen zurück bei DGV. Ich bin Sir Doomsday. Willkommen zur siebten Folge von Mortal Kombat 11. In der letzten Folge sahen wir, wie die Briggs-Familie zur Shao Kahns Insel gefahren ist. Und jetzt werden wir mit Jackie, hieß er, glaube ich, ja, gegen Cabal kämpfen. Also, schauen wir doch mal, was Jackie drauf hat. Erstmal wieder hier. Zack, zack. Zack. Energiebesteuerung, ich will nochmal kurz hier so gucken. Gerechtigkeit für alle, sieht interessant aus. So. Aua. Auf zu blocken. Aua. Oh, ja, hier habe ich eine zweite. Ohne Schmerz kein Lohn. Haben wir schon was testen hier? Warte mal. Ne, halt. So, so und so. Au. Bist Okay. nichts. Das hat wohl mehr weh getan. Ist ganz okay. Eher beenden. Du lässt die Finger vom Brunnen der Seelen. Du bist nicht so stark, wie du glaubst, Jax. Sandel hat kurzen Prozess mit dir gemacht. Dann nehmen wir mal Jax. Ich nehme mir die Frauen grün vor. Damals wusstest du, für wen du kämpfst. Aber Quan Chi und Kronika haben dich getäuscht. Ich schloss mich Raidens Kampf gegen Shao Kahn an. Er führte mich ins Verderben. Jetzt führt Raiden auch dich dorthin. Fight. Na, mal gucken, was Jax drauf hat. Ja, viele Attacken. Okay. Aber warte mal, ich muss doch mal testen hier. Alter. Bisschen langsam für die Alte, finde ich. Was ist denn das für eine Attacke, ey? Au.
tödliches Klatschen. Okay. Aua. Ich mach dich alles. Ach komm. Der Schaden, Junge. Tschüss. Ich versuche mein Glück mit Brayden. Genug mit dem Totentanz. Brayden meinte, sein Seelenbrunnen wäre im Untergrund. Hier lang. Das ist Goros Versteck? Netterweise ohne Goro. Bei meinem ersten Turnier hat mich Shang Tsung hier eingesperrt. Dachte nicht zurückzukommen. Weißt du noch, wo ein Seelenbrunnen sein könnte? Keine Ahnung, ich wurde übel zugerichtet. Die Erinnerungen sind unscharf. Diese Krone. Fünf Mäuse, das die Chronika gehört. Sie entzieht dem Brunnen Seelen. Dieses Ding ist sicher bewacht. Schnappen wir es uns, bevor die Wache zurück ist. Ich war nie weg. Scorpion hat sein Rückgrat rausgerissen und es in Shang Tsungs altem Thronraum zurückgelassen. Die neue Ära wird dies aus der Geschichte streichen. Jackie hätte ich gern. Genug mit dem neue Ära-Schwachsinn. Du schreibst die Geschichte nicht neu. Sieger schreiben Geschichte und ich werde nicht verlieren. Noob Cyborg. Fight. Immer kurz vom Perfekt. Einfach nochmal erwischt. Nervig. Au. Du könntest ihn auch mal nehmen, wenn du genau vor ihm stehst.
War daneben, mein Freund. Ende. Wer schreibt jetzt Geschichte? Los, holen wir uns das Ding und raus. Darfst du raten? Dad, deine Arme! Sie sehen aus wie von Kronika entworfen. Was tust du? Ich gebe dir das Leben, das du verdienst. Und zerstörst das Universum? Nicht zerstören, ich starte es neu. Die Zeit als Wiedergänger. Die verlorenen Jahre, die Dinge, die ich tat. Deine Mom gab mir Halt. Doch ich war dir nie ein guter Vater. Du redest Unsinn, Mann. Du hast eine tolle Tochter, eine gute Soldatin. Sie sollte keine Soldatin sein. Ich wollte nie, dass du all diese Risiken auf dich nimmst. Hätte ich nicht versagt, hättest du nicht den Drang gehabt, das tun zu müssen. Das ist nicht der Grund, warum ich das tue. Bitte, gib mir die Krone. Ich will niemandem wehtun. Das ist doch einfach irre. Halt dich zurück. Du solltest nicht gegen dein Dad kämpfen. Selbst ausmachen, okay? Hätte nie gedacht, dass ich mal so tief sinke. Du hast keine Ahnung, wie schlimm es noch kommen wird. Deine Arme zu verlieren, war erst der Anfang. Du hast gelitten. Das musst du immer noch. Aber man verrät seine Einheit nicht und seine Familie schon gar nicht. Okay. Kämpfen wir erstmal Jax gegen Jax. Okay, kann man machen. Der viele. Alter. Deine Zeit ist um. Hey. Hüpfst du hier so rum? Oder was geht? Das ist ganz schön schwerfällig, der Junge. Wieder gut machen können. Er ist K.O. und erholt sich. Wie geht's dir? Platt. Dito. Er kann nicht hier bleiben. Schaffen wir ihn zusammen mit der Krone raus. An diesen Ort muss ich so schnell nicht zurückkehren. Sehe ich genauso.
händigt Kronikas Krone und den alten Jackson Briggs aus. Dann wird euch nichts geschehen. Keine Chance. Du hast die Götterältesten verraten, Cetrion. Kronika muss das Gleichgewicht wiederherstellen, das Raiden zerstört hat. Siehst du nicht, dass er hier das Übel ist? Wenigstens ein Übel, das wir kennen. Besiegen wir einen Götterältesten? Cassie hat Shinnok besiegt. Nur weil die Cages von Geburt an irrsinnig magische Kräfte haben. Vielleicht haben wir unsere eigene Magie. Nun tretet zurück. Wenn ihr Widerstand leistet, werdet ihr leiden. Jackie. Finde ich schneller. Ich lass nicht zu. Das diskutiere ich nicht. Gut. Dein Geist ist zu schwach, um Kronikas Waffe zu tragen. Nimm sie ab zu deiner eigenen Sicherheit. Jetzt ist nicht die Zeit für Sicherheit, sondern für Taten. Okay. Cetrion. Oh, perfekt. Zum ersten Mal. Du bist nichts. Ja, du wirst wirklich nicht viel machen können. Ah, doch frech. Alter, was geht denn der? Er hat hier Elemente. Alter. War jetzt gerade nicht nett. Alter. Alter. Angrad. Nimm das, Cassie Cage. Ich wollte dir nicht wehtun, doch nun zwingst du mich dazu. Was zur Hölle machst du? Gib mir die Krone und ich werde sie verschonen. Nein, gib sie ihr nicht. Geh! Ihr Leben liegt in deinen Händen. Niemand will hier irgendwen verletzen. Ich bitte dich, überlass die Kleine nicht diesem Schicksal. Verflucht! Und jetzt bring Jackie zurück. Dad! Wie konntest du mir das antun? Ich tu dir nichts an, Jackie. Ich tu es für dich. Aus Liebe. Kronika erwartet uns. Komm schon. Der Kampf geht weiter.
Das hier wird uns Erlösung bringen. Vielen Dank, euch beiden. Ich spüre Besorgnis, Jackson Briggs. Normalerweise umgeben mich nicht so viele freundliche Gesichter. Wir sind ungleiche Verbündete, vereint für eine gemeinsame Sache. Sorg dich nicht. Lu Kang, Kitana, sind die Truppen versammelt? Sie sind auf dem Weg. Kitana und ich stellen sicher, dass sie wie geplant eintreffen. Ausgezeichnet. Meine Kräfte sammle, rückt die neue Ära heran. Der Bericht von Jacqueline Briggs. Ihr Vater hat unsere Situation durch sein Handeln stark kompromittiert. Ich weiß, das ist schwer zu glauben. Auch wenn wir den Turm finden, ist Kronikas Macht wesentlich größer als unsere vereinten Kräfte. Vielleicht sollten wir doch Shinnoks Amulett einsetzen. Das geht nicht, Cassandra Cage. Ich habe gesehen, was man damit tun kann. Du hast die gesamte Armee des Unterreichs aufgehalten. Und das nicht mal mit voller Kraft. Ich kann mich nicht den Verlockungen seiner dunklen Macht aussetzen. Selbst jetzt ruft es mich. Kronikas Vorteile hin oder her. Wir müssen angreifen, sobald wir wissen, wo der Turm ist. Es ist Stunden her, dass wir von den Großmeistern gehört haben. Was machen wir, wenn sie nicht zurückkehren? Das müssen sie. Sonst ist alle Hoffnung verloren. Müssen unterwegs zu Kronikas Turm sein. Stimmt. Warum nutzen sie nicht Charons Flotte? Die Brücke strapaziert ihre Kräfte. Die Flotte untersteht Charon. Sie segelt nur auf sein Kommando. Da sie sich kein Stück bewegt, scheint der Kroniker nicht zu helfen. Dann hilft er vielleicht uns. Als wäre Charon zu Hause. Vielleicht empfängt er gerade unwillkommene Gäste. Geh zurück ins Erdenreich. Sag den anderen, wir haben ihn. Wir marschieren los, sobald ich zurück bin. Bist du sicher, dass Charon uns helfen wird? Nein, aber unsere beste Chance. Helfen sollen, Chaos. Nun musst du dafür leiden. Ich bin unsterblich, Devora. Du kannst mich nicht töten. Diese hier muss dich nur so zurichten, dass du Kronikas Heimlich befördern kannst. Erst Shinnok, jetzt Kronika. Das wirst du nicht überleben. Diese hier sichert das Überleben des Schwarms. Du wirst die Shirai Ryu nicht retten.
Hast du eine Ahnung? Hey. Mal auf damit! Diesen ekligen Klipper! Hä? Wie ginge das? Ja. Hey, schön das? Oh, hallo, Scorpion. Clan aus Blendern wird untergehen. Ich habe die Shirai Ryu erneuert und den Clan deutlich stärker gemacht. Auf der Grundlage von Heuchlern und Außenseitern. Chronika wusste davon. Das Massaker hat sie ausgelöscht. Chronika wird die wahren Shirai Ryu wiederbeleben. Glaub Chronika kein Wort. Sie nutzt deinen Zorn, um dich zu versklaven. So wie Quan Chi einst uns. Ich ließ den Zorn ziehen. Das rettete mich. Du musst dasselbe tun, um dich zu retten. Fight! So, aber wie der Kampf zwischen Scorpion und Scorpion ausgehen wird, das sehen wir dann in der nächsten Folge von MK11. Bis dahin, haut rein, euer Doomsday bei DGV mit MK11.